Herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Rogue. Wir befinden uns noch in dem Fort, was wir in der letzten Episode eingenommen haben. Und sammeln erstmal die ganzen Nebensachen ein, die es hier noch gibt. Ist ja noch so einiges übrig geblieben. Mir ist überhaupt nicht hingehauen, was wir damit vorhatten. Aber so, gut. So, was fehlt uns noch? Der kleine Kamerad da hinten offensichtlich. Ja, das sollte es dann noch gewesen sein. Entschuldigung. Weil ich eingeschubst habe, rasten alle vollkommen aus. Oder diesmal hoffentlich doch nicht. Na schön, dann wollen wir mal ganz kurz zum Hafenmeister. Was bedrückt euch, Captain? Da, ich brauche ein bisschen mehr Platz hinten in meinem Schiff drin. Ein bisschen was einladen kann noch. Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid. Wir können so ziemlich alles verbessern zurzeit. Das hat sich jetzt, glaube ich, erledigt, genau. Jetzt haben wir nämlich keinen Stoff mehr. Stärke des Pucklets-Gewehrs. Ne, Rundkugeln. Pucklet haben wir hier. Komm, das machen wir noch. Dann sind sie schick und gold. Komm, die Trommeln vergrößern wir auch mal. Eine gewaltige Menge Munition verschießen. Stärke der Bomben. Mörser, kann man nicht verbessern. Machen wir hier die Kugeldings noch ein bisschen besser. Öl, okay. Dabei belassen wir es jetzt erstmal. Sind wir krass goldene Pucklet-Gewehre am Knarre. Am Boot, meine ich, nicht am. Im Gewehre an der Knarre. Ja. Das war eine runde Sache. Wie eine Kanonenkugel, Junge. Wie eine Kanonenkugel. Wie eine Kanonenkuh. So. Was sagt denn die Karte so? Reisen wir erstmal da schnell hin. Und dann holen wir uns da oben das letzte vor. Oder wir docken hier erstmal ein und sammeln hier alles ein. Das werden wir erstmal tun. Aufgeilen, los, alle! So. Könntet ihr aufhören, das Schiff so oft gegen das Ding zu heizen? Ja. Vorher weggeglitscht. Scheiß feuchtes Holz. Dann kommen wir den Baum hier hoch. Jawohl. Na komm schon da hoch.
Ziemlich unspektakulär hier auf so einsamen Inseln, wo nichts los ist, niemand ist. Dann sind die auch immer so verwuchert und verwildert und schwimmen so Wege hin. Das sollte die richtige Richtung sein. Zwei Morrigan-Verbesserungen schon wieder. Oder immer noch wahrscheinlich. Wikinger-Schwert, sehr schön. Synchronisieren. Ja, total praktisch die Karte. Ein guter Fang. Wohl wahr. Das passt. Und wie? Huh. Hälfte des Wikinger-Schwerts haben wir auch schon. Na, ja, fast die Hälfte. Portminier. Mono. Minier. Minier. Portminier nennen wir es jetzt einfach mal. Alle Sachen gesammelt. Fundstücke, Schatzkarten. Und nun ziehen wir wieder in die Schlacht. Gegen das stärkste Vor im Nordatlantik. Oh, toll, natürlich haben wir keine Mörsergeschüsse. Treibgut wartet auf Großsegel! Geschüsse. Egal, das Ding zerlegen wir auch so. Ich glaube an unsere Fähigkeiten. Und an unser Schiff und an unsere Crew. Haben die sich gerade versungen? Vor der aggressiven Seeschlacht. Reingecrasht. Ja, nicht den Eisberg ran.
Ich fährte hier. Enter dich und repariere damit dir mein Schiff. Entert sie! Aha. Das ging schnell. Das neue Poker gefällt mir. Schöne Farbe, schön viel Munition drin. Alles Bestes. Was soll mit dem Schiff geschehen? Die Mauer gehen reparieren. Was wir dafür Zeit haben in so einer Schlacht, ist schön. So, drei Türme hat das Ding noch. Den letzten Turm da oben. Juhu. So, jetzt nur noch da rein. Seite kurz. Das wird auch reinkommen. Spannend, was mich da drin erwartet. Wir steuern jetzt. Nehmt die Rahlen auf den Weg. Komm los. Hier. So. Viel zu holen gibt es hier nicht, aber ein wichtiger Punkt ist es trotzdem. Heckenschützen töten, Forthauptmann töten, Pulverfässer zerstören. Die jetzt her kann ich mir auch nicht so ganz erklären. So, weiter geht's. Muss ein bisschen beeilen. Das sollten wir alles hier noch entspannt hinkriegen. Was ist denn jetzt?
gesammelt! Brennt, Fässer, brennt. Sieht doch keiner. Töten wir da einfach alle. Jetzt muss hier gleich der Chef rauskommen. Eindringlinge müssen sterben. Und du auch. So, und leider muss ich mich jetzt schon von euch verabschieden mit der Eroberung dieses Forts. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wieder dabei zu sein. Mich hat es sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, drückt mir ein Däumchen rein. Klang auch wieder ein bisschen verkehrt, aber egal. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und haut rein. Ciao.